Hallo Leute und herzlich willkommen in diesem Unboxing. Die Forellensaison neigt sich so langsam dem Ende. Das Wasser wird immer wärmer an unseren Forellenteichen. Dabei stehen die Fische aber immer flacher, verraten sich sehr oft an der Oberfläche und sind an der Ultraleichtrute besonders gut mit flachlaufenden Ködern zu fangen. Da eignen sich hier unsere VIP-Wobbler. 5 schöne Wobbler mit realistischem, tollem Design, 3D-Augen und nadelscharfem Haken, Edelstahl-Rasselkugel innen drin, laufen sehr flach, kann man fast direkt unter der Oberfläche führen. Und mit ihren 5 tollen Farben verführen sie so unsere Salmoniden in den Forellenteichen relativ sicher. Schaut einfach, wo die Forellen stehen. Ihr seht meistens den Schwarm an der Oberfläche, der sich durch springende Forellen oder durch Forellen, die die Oberfläche durchbrechen, verrät. Und werft mit der Ultraleichtrute diese Wobbler in den Schwarm. Und ich verspreche euch, der Fisch wird am Haken zappeln und nachher lecker in eurer Pfanne oder aus dem Räucherofen schmecken. Während die tote Rute da ihren Job alleine macht, werde ich hier mit der Spinnrute jetzt mal probieren. Mit kleinen Wobblern. Wir haben neue bei uns im Shop. 5 kleine neue Wobbler. Wirklich zauberhaft, sauber verarbeitet. Sehen super aus. Ob die auch so gut laufen und ob die fangen, das werde ich jetzt testen. Ich denke natürlich, dass auf die tote Rute da die größere beißt, weil es sehr oft so ist. Aber diese Wobbler hier, den will ich auf jeden Fall eine Chance geben. Sehen wirklich hervorragend aus. Einen werde ich jetzt montieren. Ich entscheide mich hier jetzt erstmal für so ein Modell mit knatschorangen Streifen an der Seite und oben so einem gelben Rücken. Denn das Wasser ist relativ trüb durch den Regen hier und dunklen Himmel. Jetzt haben wir vielleicht mit so einem grellen Köder die Chance, die ein oder andere Forelle auf den Wobbler zu locken. Die Wobbler schwimmen, also perfekt geeignet für eure Angelei hier im Frühjahr oder auch im Sommer. Man kann sie relativ flach einkurbeln, zwischendurch mal ein bisschen aufsteigen lassen, aber auch einfach durchgeleiert. Laufen sie auf jeden Fall sehr schick. Schaut unten in die Infobox, da verlinke ich euch die tollen Stücke. Absolut angeln. Ich freue mich, Leute. Ihr fangt dicke Fische. Bis zum nächsten Mal.